Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben ordentlich Elch an der Angel und zwei Teams im Ödland, die nach allem möglichen Zeug für uns suchen. Klar, Kontakt ist immer gut. Nein. Und die Entscheidung war richtig. Wie bisher so häufig. Einmal reparieren, die Falle lernen. Hör auf zu nerven. Jerry. Zeug. Ja, Zeug können wir gebrauchen. Bezahlen wir ihm ruhig ein bisschen zu viel. Weil frisches Fleisch kommt hier jetzt sowieso rein. Und noch mehr Sachen, für die wir keinen Platz haben. Naja, immerhin ein paar Ventile. Noch mehr Metall. Kein Platz mehr für Holz. Torn, Nylon. Kein Platz mehr für Nägel. Noch ein Jagdgewehr, für das wir keinen Platz haben. Mensch, Mensch, Mensch. Die Schallplatinen können wir mitnehmen. Ja, aber wir haben auch schon zwei Jagdgewehre dabei. Es wird langsam lächerlich. Ist alles in gutem Zustand. Dann mal hier. Die haben noch Platz, also dürfen sie alles einpacken. Ja, wir sind nah dran. Aber noch nicht ganz da. Was wir aber machen könnten, ist zum Beispiel mehr Licht anbringen. Weil ressourcenmäßig haben wir das. Und ich denke mal, es macht durchaus Sinn. Sieht außerdem schöner aus. Ich glaube, ich brauche zu der Platzsituation jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es sind nicht mehr viele Stapel, die nicht schon voll sind. Hoffentlich finden wir bald vier Reifen. Mittelgroßes Haus, klingt gut. Da kommt schon wieder jemand. Hoffentlich Gummi. Wie lange warten wir jetzt schon auf Gummi? Nur mal so interessehalber gefragt. Ach komm Leute, 10, 12, das sind schon für zum Kämpfen extrem gute Werte. Intelligenz ist auch schon 7, Charisma 11. Das tut richtig gehend weh. Oh, jetzt haben wir auch keinen Platz mehr für Holz. Komm doch vielleicht in einer Woche oder zwei wieder.
wenn wir unser Lüftungssystem aufgerüstet haben. Ich weiß, ich bin damit ein bisschen zu übervorsichtig, aber wer weiß. Freies Zimmer mit den Werten? Nein. Große Apotheke. Soll ich schon mal erwähnen, dass wir keinen Platz haben? Gut, das zweite Team hat auch seine Gasmaskenmenge wieder mit reingebracht, locker. Er ist schon verschwunden. Große Apotheke. Ja, kein Platz mehr. Diesmal gibt es hier nicht mal mehr Gummi. Aber ich möchte jetzt auch nicht noch einen Stapel Antibiotika irgendwo reinquetschen, weil die brauchen wir momentan auch nicht. Und Antistrahlentabletten halt auch nicht. Aber auch gerade nichts. Wir könnten die normal großen Rucksäcke recyceln. Ja, recycle die schon mal. In lausigen 2 Minuten 28. Eine Bank. Okay. Und noch ein mittelgroßes Haus. Timothy. Handeln. Mhm. Was er natürlich nicht anbietet, ist Gummi, was wir wirklich gebrauchen könnten. Aber... er bietet uns einen guten Tauschwert an. Können wir ihn auch ruhig ein bisschen ausnehmen. Wasservorräte sind fast wieder voll. Ja. Nehmen eine Schrotflinte mit. Und den Rest müssen wir liegen lassen. Oder können wir liegen lassen. Wir haben so viel. Ich denke mal, langsam dürfen wir es als Luxus betrachten. Sieht schon ein bisschen verstört aus, die Dame. Nein. Und die Entscheidung war richtig. So verzweifelt sind wir nicht. Kleine Fabrik. Eine Reifenfabrik vielleicht? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gewünscht, eine Reifenfabrik, aber wir brauchen im Endeffekt ja nur noch 4 Reifen. Die Lichtmaschine. Ah, und eine Autobatterie brauchen wir. Beinahe übersehen. 4 Reifen, eine Autobatterie. Das sollten wir bewerkstelligt kriegen. So, Metall nehmen wir gerne mit. Und den ganzen Rest lassen wir liegen. Schön, schön. Wie sieht es hier mit dem Zustand aus? Na, könnten wir mal wieder.
Tankstelle. Eine Tankstelle sollte eigentlich 4 Wohnmobilreifen haben, oder? Naja, oder wenigstens einen. Ist schon interessant. Manche Teile findet man halt ums Verrecken nicht. Wobei dieses Team hier könnte ihr tatsächlich was davon abnehmen. Wow. Ja, Puppenarm oder Bein, weiß ich schon gar nicht mehr, gegen einen Nagel getauscht. Jiha. Stimmt, dafür hatten wir auch keinen Platz mehr. Das haben wir alles. Dafür ist kein Platz mehr. Mittelgroßes Haus. Ins Geschäft kommen, ja. Nur 15, ja. Was könnten wir hier noch aufs Auge drücken? Ja, und das, die Feinabstimmung machen wir mit Wasser. Es regnet momentan eh noch. Weil diese Sachen sind doch schon eine Menge wert. Na, seht ihr, schon wieder voll. Ja, ich sollte es jetzt eigentlich langsam gelernt haben. Kein Platz mehr. Und noch 13, 12 Sekunden. Dann können wir das Leder aus der Maschine laden. Jiha. Na, noch ein bisschen Gummi können wir immer gebrauchen. Die Munition können wir gebrauchen. Und für den ganzen Rest haben wir einfach keinen Platz mehr. Was ist mit dir? Du kannst eigentlich auch direkt mal schlafen gehen. Er dann endlich mal alle seine Bedürfnisse gestillt hat, schicken wir ihn nämlich wieder an die Funkanlage. Handeln. Ja. Mal sehen, 47. So. Sage ich nichts mehr.
Bringt ja eh nichts. Bringt ja eh nichts, sich darüber zu beschweren, dass wir keinen Platz haben. Es sorgt nicht dafür, dass wir mehr Platz hätten. Aber sobald das erste Außenteam zurückkommt, können wir uns endlich die Dekontamination Stufe 4 leisten. Und das ist schon was, auf das ich mich sehr freue. So, Jessica, können wir mit dir irgendwas gerade anfangen? Du könntest dir einfach Nahrung aus diesem Regal holen, aber geh mal ruhig den längsten möglichen Weg. Mhm. Schauen wir mal. Mhm. Ach, das ist der, der sein Foto zurückhaben will. Oder das Foto von jemand anderem. Können wir machen. Dafür haben wir, glaube ich, die Fähigkeiten inzwischen angesammelt. Holzlager. Ich glaube, die sind schon auf dem Rückweg. Das könnten wir natürlich einfach auf der Karte mal nachgucken. Hey, Gruppenanzeige. Warum habe ich denn das beim letzten... Ja, weil wir wahrscheinlich gerade keine Gruppe unterwegs hatten. So, okay. Die sind fast wieder zu Hause. Und Gruppe 2... Ah, war gerade erst hier. Okay. Leute, lassen sich aber auch Zeit beim Reinklettern. Hm, Fremde? Ist okay. Sieht auch nicht mehr ganz bei Sinnen aus. Mhm. Nahrung, Batterie, haben wir auch einen Stapel Leder? Nö, könnten wir aber unterbringen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwas im Wert von 12 da drauflegen. Und das haben wir definitiv nicht. Das wäre aber eine schöne Möglichkeit, eine Menge Schrott loszuwerden. Den wir ja schlussendlich auch wieder nur recyceln würden. So kommen wir auf 8. Behalt die Nahrung, haben wir eh genug von. Hui, und Charles kommt inzwischen auf Charisma 11. Charismatischer Gewalttäter. Joyce. Handeln. Klar, Kohle können wir immer gebrauchen, Seile können wir gebrauchen. Kordit in reichlicher Menge können wir auch gebrauchen. Und für willst du nur ganze 102 haben? Ich bin aber momentan bei der Menge an Benzin geneigt, den Großteil halt so zu begleichen und den Rest irgendwie so. Weil bei dem, was so hier an Kohle anfällt, ...15,7 Kraftstoff und wir haben einen Verbrauch von 0,7. Dürfen wir uns ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Team hat noch ein bisschen Platz, das darf ruhig einpacken. So. Und immer noch kein Reifen in Sicht. So. Kein Platz, kein Platz. Metall geht. Aha.
Ich würde das Holz eigentlich schon gerne mitnehmen. Aber was dafür da lassen? Würde ich auch gerne mitnehmen. Die Rohre auf jeden Fall. Davon haben wir nämlich zu wenige. Ich denke, wir können die Kohle erstmal liegen lassen. Nehmen dafür den ganzen Stapel Holz mit. Gummi wird unter keinen Umständen zurückgelassen. Kommt gar nicht in die Tüte. Ah, 5 Kanister Benzin können wir zurücklassen. Außerdem dürfte dieses Team ja extrem bald hier vor der Tür stehen. Könnten hier schon mal anfangen, ein bisschen... Wildes Tier, ihr habt Schusswaffen und Stahlstreben dabei. Und das ist nur ein Wolf. Huhu. Könnte jemand diesen Wolf mal... Na, endlich. Außerdem haben wir für den Kram weder Platz noch Bedarf. Aber Stärke 16 und Geschick auch nochmal ordentlich gesteigert. Ihr bleibt in der nächsten Runde zu Hause. Aber mal ganz definitiv. Müssen wir hier jetzt auch schon anfangen zu optimieren. Aber hier haben wir wenigstens Zeug, das wir nicht wirklich brauchen. Zum Beispiel Wasser, von dem wir definitiv genug haben. Brauchen wir auch nicht. Radios. Nehmen wir lieber Radius als Leder mit, weil Leder haben wir reichlich. Ein Blumenhändler, klar. Handeln, okay. Ich glaube, wir brauchten mehr Gummi, oder? Es wäre jetzt natürlich äußerst lächerlich, wenn wir jetzt gerade genug Gummi dafür zusammenbekommen hätten. Passt so. Okay. Schnapp dir den Anzug. Geh aufrüsten. Ab sofort keine Sorgen mehr mit schwarzem Regen. Und ein paar Fremde beim Blumenhändler. Könntet ein paar Blümchen mitbringen. Mhm. Handeln. Irgendwie nicht so begeistern, was der da hat. Ich tausche eine Dose Nahrung gegen eine Dose Nahrung. Schön, dass dir das Geschäft gefallen hat. Arthur hat so einen ordentlichen Charisma-Schub gebracht. Kein Platz, kein Platz. Ja, kein Wunder, haben wir ja eben vollgeladen.
Gut. Also ich weiß momentan nicht, wiefern das Sinn machen würde, den Bunker auf 15 Leute überhaupt zu erweitern. Könnten wir, aber 15 Leute ist natürlich schon ein heftiger Aufwand zu versorgen. Abgesehen davon, dass wir dann so viele Leute zu beschäftigen haben, dass hier dann wahrscheinlich das große Chaos ausbricht. Gut, das können wir beim nächsten Mal auch machen, weil Schaltplatten, Rohre. Ja, hierfür fehlen wieder Schalter in reichlicher Menge. Müssen wir bei den nächsten Durchgängen mal drauf achten. Dafür ist Platz, dafür ist Platz. Noch mehr Nahrung müssen wir jetzt nicht mitbringen. Und Glühbirnen haben wir noch 6 Stück, das sollte auch reichen. So, was mache ich mit euch beiden? Das Problem ist, wenn man nicht genügend Materialien zum Bauen hat, hat man natürlich auch erstmal zu wenig zu tun. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder zu wenig Metall. Aber Außenteam Nummer 1 dürfte eigentlich gleich wieder zurück sein. Ah, okay, die grasen jetzt noch die kleinen Gebäude nebenher ab. Kein Platz, kein Platz. Passt schon. Kirche angucken, kann nicht schaden. Und schon wieder jemand, der Kontakt sucht. Nein. Und die Entscheidung war wie immer richtig. Da kommen Leute zu uns an die Tür betteln, die deutlich bessere Werte haben. Kein Platz, kein Platz. Müssen wir schon wieder anfangen auszumisten. Den nehmen wir mit. Kaffee lassen wir liegen. Zement können wir auch liegen lassen. Hat das andere Team schon reichlich mitgebracht. Gummi auf jeden Fall. Drähte, ja, bringt das eine Team schon wieder reichlich mit. 20 Nahrung, 10 Benzin, das sollte dicke reichen. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Oh, guckt mal, Regen. Klar, noch mehr Freunde. Für Freunde haben wir immer Zeit. Antistrahlentabletten haben wir auch in reichlicher Menge. Komm, tauschen wir einmal so aus. Kommt schon der nächste Händler. Was haben wir hier? Kein Platz, kein Platz, kein Platz. Oh, doch, für Holz haben wir inzwischen wieder Platz. Stimmt. Stimmt, ja. Nur für Gasmasken halt nicht. Wir haben es uns hier schon verdammt gemütlich gemacht. Handeln. Gerne immer her damit. Oh ja. Die können wir auch nehmen. Und nehmen wir ihm noch ein paar Eimer ab. Oh, und das ist mal wieder jemand, der ordentliche Tauschwerte bietet. Und das ist der Timer.
Das heißt, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Unser neues Team heißen wir in der nächsten Folge willkommen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.